Wir sind Simone und Michael und gemeinsam mit unseren beiden Fellnasen, Kalle und Sunny, reisen wir im Wohnmobil durch Europa. Die letzten Monate waren wir in Spanien, Portugal, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Griechenland unterwegs. Aktuell sind wir in Italien und dort wollen wir auch überwintern. Wir lieben Plätze in der Natur, gutes Essen und genießen jeden Tag unser neues freies Leben. Was wir dabei alles sehen, halten wir in unseren Videos fest. Wenn du mit uns auf Reise gehen willst, abonniere unseren Kanal und erkunde mit uns Europa. Guten Morgen. Guten Morgen. So, wir hatten ja einen Zwangsaufenthalt in Diamante. Aufgrund meiner Erkrankung. Verschleppte Erkältung, könnte man sagen. Ja, es war eine super Infektion. Ich war auch hier im Krankenhaus. Sehr zu empfehlen. Auch wenn sie da kein Wort Deutsch sprechen, beziehungsweise auch kein Wort Englisch verstanden haben. Aber ich habe ja meinen perfekten Translator, meinen Google-Translator dabei gehabt. Ja, also Italienisch spreche ich ja nicht, kann ein bisschen Spanisch, hat mir aber nicht wirklich weitergeholfen. Aber mit Google hat es tatsächlich gut funktioniert und wir hatten ja so ein bisschen Bammel, ins Krankenhaus zu gehen, aber es gab hier keinen Arzt. Also in Diamante gibt es in der Nebensaison keinen Arzt, zumindest nicht für Touristen, das sagte man uns hier am Campingplatz. Und dann wurde uns ein Fahrservice gerufen, der Victor, der kam dann, glaube ich, mit seinem Privatauto. Privatauto auf jeden Fall. Ja. Und hat uns nach Belvedere, Marina oder so ähnlich, Maritima. Ja, das war 10 Kilometer, also eigentlich nur ein Katzensprung, ne? Hat er uns gefahren und dann sind wir da in die Notaufnahme und wussten natürlich nicht, wie das da abgeht, was muss man machen. Und ja, die Italiener waren total hilfsbereit und haben uns unterstützt und gesagt, hier muss der klingeln, da müsst ihr warten, hier ist die Anmeldung. Ja, und dann ging es eigentlich relativ flott, ne? Von den Untersuchungen her. Ja. Ruckzuck war ich am EKG. Dann, Simone musste dann wieder raus aus den Notaufnahmen. Ich spreche ja kein Wort, also so gut wie gar kein Italienisch. Englisch ging ja überhaupt nicht. Und dann haben sie mir doch so einen netten älteren Italiener an die Seite gestellt, der mit mir dann durchs ganze Krankenhaus gelaufen ist. Der hat mich schon zum CT gebracht, zum Lunge abhören, zum Röntgen. Zwischenzeitlich ist da mein Kreislauf zusammengebrochen, war ich kurz ohnmächtig, na, es war ganz lustig. Dann haben sie Simone aber wieder, Gott sei Dank, mit dazu geholt. Ja, und nach 3 Stunden durften wir dann wieder raus, bewaffnet mit Antibiotika und Paracetamol und Bettruhe verordneter. Ja. Und die haben wir jetzt hier ausgesessen, ne? Ja. In Diamante. Fast 10 Tage. Also insgesamt waren wir 14 Tage hier. Ja, und mein Respekt an alle, die alleine reisen. Also das ist schon ganz schön viel, was man da so zu tun hat. Hund, Mann, kochen, einkaufen, Frischwasser, Abwasser, Toilette, putzen. Also das ist schon eine Hausnummer, das muss man sagen. Also Chapeau an alle, die alleine unterwegs sind. Ich denke mal, ein kranker Mann zu pflegen ist schon eine Hausnummer. Aber sich dann um alles andere zu kümmern. Aber das haken wir jetzt ab. Wir verlassen Diamante. Genau. Unser Ziel für heute ist Pestum. Ihr seht schon, ich sitze am Steuer. Ich fahre ja normal nicht so gerne, aber... Es geht noch nicht so bei mir. Aufgrund der Tatsache, dass du zwar fit bist, aber dann doch noch nicht so fit, dann ja, teilen wir uns das zumindest auf. Also, wir nehmen euch mit auf die Fahrt, wie immer, und kommt doch mit nach Pestum. Es läuft und endlich sind wir durch den Nebel durch, nach einer Dreiviertelstunde.
Direkt am Ortseingang sieht man den Torre di Pestum. Das ist ein ehemaliger Küstenwachturm, wie man sie häufig in Kampanien und auch Kalabrien findet. Hier in der Nähe fand im Verlauf des Zweiten Weltkriegs die Landung der britischen Truppen statt, die sogenannte Landung von Salerno. Die Zufahrt zum Campingplatz führt über diese kleine Straße. Hier muss man rechts abbiegen und wenn Autos parken, dann kann es schon mal eng werden. Der Campingplatz Villaggio dei Pini liegt direkt am Meer und hat ganzjährig geöffnet. Es gibt über 100 Wohnmobilstellplätze unter Pinien, Ferienbungalows, Sanitäranlagen, einen Sportplatz und auch eine Pizzeria. Vom Strand aus kann man bei guter Sicht bis zur Amalfiküste und Capri sehen. Den Platz stellen wir euch aber noch mal genauer in einem separaten Video vor. Wir sind angekommen, wir sind in Pestum. Die Fahrt lief ganz gut. Wir haben nach der Autobahn noch mal kurz gewechselt. Michael ist das letzte Stück gefahren und ja, dann ist es passiert. Ein italienischer Kleintransporter hat uns den Spiegel abgefahren. Also nicht den kompletten. Wir haben ihn jetzt noch mal kleben können. Ich versuche es euch mal zu zeigen. So sieht es gerade aus. Jetzt müssen wir mit der Versicherung telefonieren. Vom Italiener haben wir das Kennzeichen. Wir haben kurz mit ihm gesprochen und haben gesagt, er soll warten, dass wir das klären können. Ist er eingestiegen und weggefahren. Jetzt sitzen wir da mit einem abgefallenen Spiegel und müssen schauen, ob wir den irgendwie hier reguliert kriegen oder ob wir bis Deutschland mit dem geklebten Ding fahren müssen. Jetzt gibt's erstmal einen Kaffee, ne? Direkt am Strand, nur rund 200 Meter vom Campingplatz entfernt, befinden sich die Überreste eines Bunkers aus dem Zweiten Weltkrieg. Dieser wurde wahrscheinlich von der italienischen Küstendivision erbaut und dann von den Deutschen besetzt, um der Landung der US-Armee entgegenzuwirken. Der Bunker ist 3 Meter hoch und 10 Meter lang, ausgestattet mit 2 Kampfkammern und Schießscharten. Durch die Lage hinter der Sanddüne war er gut getarnt und bot andererseits einen weiten Blick auf das Meer. Thank you.
der Strand hier ist wirklich toll und ein Paradies für die Hunde, insbesondere für Kalle, der es ja liebt, im Strand und im Meer hin und her zu rennen. Aber leider trägt er natürlich auch einen Teil von dem Strand und Sand hier ins Wohnmobil. Und man kann ihn ausbürsten und Pfoten sauber machen. Man hat dann doch den ganzen Dreck hier drin. Und deswegen ist es jetzt Zeit für eine neue Frisur. Es geht mit dem Tierhaarschneider an Kalles Fell. Das geht eigentlich ganz gut. Bis auf die Tatsache, dass dieser Schneider hier ein Kabel hat und an eine 230 Volt Steckdose muss. Und im Wohnmobil ist es immer total umständlich. Man hat nicht genügend Platz. Ich nutze die Steckdose im Bad, dann ist irgendwie das Klo im Weg. Also das ist irgendwie sehr, sehr umständlich. Und jetzt haben wir uns überlegt, wir machen das draußen. Wir haben ja die EcoFlow und die kommt jetzt zum Einsatz. Und dann kriegt Kalle jetzt eine neue Sommerfrisur. Geht's los, Kalle? Ja. So, also das war jetzt eine richtig gute Entscheidung, den Kalle draußen zu frisieren mit der EcoFlow. Ich hatte erst so ein bisschen Befürchtung, ob das mit dem Kabel auch hinhaut, ob das nicht vielleicht doch zu kurz ist oder ja. Aber letztendlich waren meine Bedenken völlig umsonst. Hat super geklappt. Kalle hat ruhig gehalten. Von der Leistung hat auch alles gut geklappt. 3% habe ich verbraucht und habe eine halbe Stunde ja mit diesem Rasiermesser ist es nicht, mit diesem Schneiderteil, Schneidemaschine gebraucht. Und einen guten Platz haben wir mittlerweile auch für die EcoFlow gefunden. Sie steht hinterm Fahrersitz, da haben wir ja so eine kleine Nische, da passt sie perfekt rein. Sie steht uns nicht im Weg rum. Und gerade wir in unserem Pilote haben nur in der Küche und im Schlafzimmer USB-Anschlüsse. Und wenn man da das Handy lädt, beim Kochen stört's und hinten am Schlafzimmer wollen wir es eigentlich auch nicht haben. Und dann ist das ideal. Da stört es keinen, die Handys können vor sich hinladen und das ist perfekt. Also dafür, dass wir nie eine EcoFlow oder eine Powerstation wollten, sind wir jetzt umso zufriedener, dass wir sie haben und dass sie mit uns auf Reise geht. Nur wenige hundert Meter vom Campingplatz entfernt liegt die Büffelfarm Balotti. Hier kann man nicht nur die Farm besichtigen, sondern auch Produkte kaufen und im Restaurant essen bzw. auf der Terrasse seinen Kaffee mit Blick ins Cliente genießen. Weitere Informationen zu der Farm findet ihr hier auf dieser Internetseite.
Ja, oh. Und? Ganz rau. Ganz rau. Ja. Mandelmehl. Mandelmehl. Und innerhalb gibt es Vanillecreme und Orangenmarmelade. Und das ist die gleiche, aber statt Orangenmarmelade ist es eine Aprikosenmarmelade. Und dann, was haben wir noch? Haben wir unseren Joghurt, unseren weißen Joghurt, der ist dort hinten. Der ist weiß ohne Zucker und ohne Konservierungsstoff. Den können Sie entweder so haben oder mit Honig, Schokolade, mit Erdbeeren. Oder wir haben eine Brombeermarmelade oder eine Aprikosenmarmelade. Das ist unser Apfelkuchen, der ist mit integralem Mehl gemacht. Wer Laktoseprobleme hat zum Beispiel, kann das gut essen. Und dann haben wir unser Büffeleis dort hinten versteckt, den sehen Sie nicht, aber das sind unsere Geschmäcke. Wir haben Schokolade, Haselnuss, Stracciatella, Vollmilch, Erdbeer, süße Zitrone, Joghurt und Ricotta und Brennnessgeschmack. Also, sehr lecker. Sehr lecker. Ja. Müssen Sie nur nachdenken, was Sie haben. Der war mit Ricotta, sagten Sie, ne? Ja, hier ist auch Ricotta der ist, drin. Der ist lecker. Denn der Unterschied meine, zwischen ja. diesen zwei Kuchen ist, dass alle beide sind mit der Ricotta von heute Nacht gemacht, aber der wird gebacken im Ofen und der nicht. Hm? Der steht dann nur kühl. Der steht nur im Kühlschrank ein bisschen. Ich hatte der gebacken, es gibt meine. Etwa 2 Kilometer vom Campingplatz entfernt und gut mit dem Fahrrad zu erreichen, ist Pestum. Pestum ist eine als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannte Ruinenstätte in der Region Kampanien. Die Stadt wurde um 600 v. Chr. Von Griechen gegründet. Die fruchtbare Landschaft und umfangreicher Handel führten innerhalb weniger Generationen zu Wohlstand, der sich im Bau großer Tempel ausdrückte, deren Ruinen bis heute erhalten sind. Etwa 500 nach Christus fing das Gelände an zu versanden und langsam zu versumpfen. Malaria breitete sich aus und die Bewohner verließen den Ort. Ungefähr zeitgleich mit der Wiederentdeckung von Pompeji Mitte des 17. Jahrhunderts wurden auch Drucke von Pestum veröffentlicht. Heute kann man in Pestum auf dem archäologischen Gelände die 3 großen dorischen Tempel sehen. Das ist der Hera-Tempel, der Tempel der Athena und der sogenannte Poseidon-Tempel. Weitere Informationen bekommt man in einem Reiseführer, den man zusammen mit den Eintrittstickets kaufen kann oder auch über die App Pestum. Thank you.
So, wir stehen jetzt hier vor dem Laden von Massimo. Hier soll es frische Nudeln geben. Eine Empfehlung von Claudia. Vielen Dank für den Tipp schon mal vorab. Wir gehen jetzt rein und gucken, was es gerade so gibt. Ja, wir wollen heute Mittag wollen wir Lachsgrille. Ja. Und vielleicht Tagliatelle oder irgendwas Gefülltes. Bordini, irgendwas oder Gefülltes. Wir gucken einfach mal, was es heute gibt. Ja. Buongiorno. Buongiorno. Auf dem Rückweg entdecken wir dann dieses unscheinbare Haus und wundern uns, warum dort so viele Menschen sind. Wir sind neugierig und erfahren von einem netten Italiener, dass es hier wohl die leckersten Süßigkeiten der Region geben soll. Und das testen wir natürlich gleich aus. No, sì, 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 sì. Uno dei fagiola, mangola. So, jetzt haben wir den Spiegel komplett zerlegt. Also innen drin ist alles rausgebrochen, die Halterung, vielmehr die Mechanik vom Motor. Ist doof. Kann man nicht reparieren. Und ohne auch den Totwinkelspiegel. Rausgerissenes Plastik. Ich ziehe jetzt die Kabel ab und dann hoffen wir mal, dass wir jemanden kriegen in der Werkstatt. Mhm. Und außer haben wir auch einen Sprung im Gehäuse. Aber der Spiegel sieht noch verhältnismäßig gut aus, wenn du den anderen anguckst, ne, von dem LKW. Ja, auf jeden Fall. Das waren hier 1000 Teile. So, und nach Rücksprache hier mit der Rezeption lohnt es auch nicht, irgendwie zur Carabinieri zu fahren. Die kümmern sich da nicht drum. Das ist halt so in Italien. Wir müssen gucken, dass wir es repariert kriegen. Naja, so ist das halt, ne? Oder ausgetauscht. Oder austauschen. Ja. So, ihr glaubt es wohl nicht, aber das ist unser alter Spiegel. Wir waren in so einer kleinen Werkstatt, die machen hauptsächlich Karosseriebau und so. Ja, wir dachten noch, dass sie jetzt den Spiegel austauschen. Der Mechaniker hat es aber da angeguckt, warte, lass uns mal. Ja. Dann haben wir noch 45 Minuten auf das Auto gewartet. Und siehe da, der alte Spiegel wurde wieder instand gesetzt. So was habe ich noch nicht gesehen. Innen drin war das komplette Kunststoff, war ja rausgebrochen, die Mechanik. Die Motore hat ja gar nichts mehr gehalten, war ja gar nichts mehr vorhanden. Dann haben die ein Stück Kunststoff reingelötet, reingeschmolzen, sage ich jetzt mal. Und auf die Kunststoffplatte haben sie dann Metallstifte geschossen oder reingelötet, reingeklebt, keine Ahnung. Und auf diese Metallstifte haben sie dann die Motore wieder festgemacht. Und somit konnte der Spiegel wieder aufgesetzt werden. Habe ich noch nie gesehen. Ich vermute fast in Deutschland hätten wir den kompletten Spiegel getauscht bekommen. Ja, es hat 45 Minuten gedauert.
top, Daumen hoch für die italienischen Mechaniker. Und jetzt können wir wenigstens mit ruhigem Gewissen wieder nach Deutschland fahren, ohne Angst zu haben, dass der Spiegel rausfällt etc. Dann macht's gut und bis zum nächsten Video.